Hier ist ein Brief irgendwo. Angeblich. Gucken wir kurz hier rein. Ich lieg da um. Ah, ich denke schon. Ich habe einen verlorenen Brief gefunden. Das ist schön. Hier ist noch eine Kiste. Das war eine Pflanze. Halten, lesen, bla bla bla. Bonuskarma erhalten. Da ist der Ausgang. Nee, wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Schön. Wo geht's denn jetzt weiter? Das wird die nächste Mission sein, ne? Ja. Ich denke schon. Lass da mal hinfahren. Vielleicht findet man noch irgendwas Interessantes auf dem Weg. So. Jetzt sind wir auf der Straße und jetzt geht's los. Jo. Geht. Geht. Geht alles. Ach ja, ist es schön, hier durch Kyra zu fahren. Schön in der frischen Luft ein bisschen zu sein, ja. Und diese hässliche Radiomusik nicht zu haben. Die man sonst immer den scheiß Korn hat. Ist das eine Karma gewesen? Was ist das hier? Gut, da ist sogar was. So. Was hast denn so Schönes dabei? Opiumkugeln. Nee, das nicht. Das hier wollte ich. Jetzt mal schnell gucken, was hier hin. Jo, gibt's was zum Lesen? Schön. Ich bin genau der gleichen Meinung. Da ist die Kiste. Da, eh halt zum Öffnen. Konservendosen. Ein echt wichtiges Mittel. Ey Jungs, was ist mit euch los? Oh, geil, ich hab den Vogel gekillt. Noch einer. Alles klar. Kurz ein bisschen gebettelt und dann geht's weiter hier. Ab aufs Auto schwingen und los zum nächsten Ziel. Sehr schön. So ist das doch fein. Was hab ich denn da eigentlich links an dem linken Lenkdingbums dran? Stehst du hier so rum? Freund oder Feind? Komm, das ist Scheiß. Super.
Durchsuchen. Durchsuchen. Sehen wir es uns ein. Hast du mal kurz Zeit für mich? Jo, eigentlich schon. Was willst du denn? Alles klar. Ich fand diese Unterhaltung sehr aufschlussreich. Ach komm, leck mich mit euren scheiß Adlern. Ich kann ja für jeden hier der Adlerjäger sein. Halt, doch hier lang. Was schreit ihr denn alle so? Wer war denn diese Norwidler noch? Ich weiß das gar nicht mehr so richtig. Ich wollte gerade was austesten, hat er nicht funktioniert. Okay. War da gerade was? Was gibt's hier? Ach, das war für uns ein Buch. Steige ich jetzt nicht nochmal aus. Karma Level 4. Läuft ja langsam. Mahlzeit. Multikill. Fuck. Scheiße. Oh Gott, dann lauf ich halt den Rest. Leckt mir doch im Arsch. Ach, wir sind in der Arena. Ganz vergessen, in der Arena. Ja, super. Ladebildschirm und noch eine Tür weiter dürfen. Warum nicht gleich? Oder weint jemand? Die Tiere sind hungrig, wer fütter ihn? Fuck! Du musst Paul jetzt töten. Es muss schnell gehen, sonst fliegt er heim. Wem? Töte ihn, hol meine Familie zurück und ich bring sie dir alle. Yuma, Pagan, ich bring dir ihre Köpfe. Alles gut. Nichts ist okay. Er hat meine Familie. Das ist nicht okay. Ja, das ist ganz schön psycho. Du musst sie bitte retten. Paul veranstaltet eine Abschiedsparty auf seinem Gelände. Dort ist er angreifbar. Er besorgt sich gern frisches Fleisch aus einem nahen Dorf. So, kommst du rein. Ey, ich komme nur so rein. Ich schieße einfach wild. Wenn du drin bist, musst du dich in das Verhörzimmer schleichen. Dort fühlt er sich sicher. Ich muss einfach wieder ein Auto mit einem MG oben drauf haben und fahre da immer rein. Und schon habe ich so ein Dorf platt gemacht. Ohne Probleme. Wie soll ich denn jetzt da hinkommen? Schon mal da hat noch gedacht? Na gut, komm, wir fahren nochmal 3000 Meter. Ist ja Katzensprung hier. Ey, wir hatten ja ein Auto geklaut.
Ausnahmsweise hat der Wingsuit mal geklappt, dass ich das nochmal erleben darf. Fuck. Ich wollte das Auto von denen haben. Ich könnte jetzt deinen Dahlbart vertragen. AJ, schön dich zu sehen. Dank dir können wir unsere Vorräte dahin bringen, wo sie benötigt werden. Okay. Scheiße, ich wollte mal jagen gehen. Das ist ein Auto. Komm. Außen vorbei. Guck mal, hängt jetzt hier neue Novi. Wettschein. So, hier haben wir eine Kiste und hier haben wir eine Kiste. Hey, wer bist denn du? Du willst nicht reden, ich verstehe schon. Los geht's! Ich muss ja erst Radio ausmachen. Weil ich kann mir das lange, das Gedüdel aus dem Radio irgendwann nicht mehr anhören. Wir sind jetzt in über Folge 50 mittlerweile. Aua. Ich bin voll gegen die Krache gerannt. Ich hab da mal bei anderen Let's Playern, bei großen Let's Playern, wie zum Beispiel Sarazar mal vorbeigeschaut, da ist er jetzt in Folge 48 zu Ende mit dem ganzen Let's Play. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, ja. Er hat wirklich nur eine Hauptmission nach der anderen gemacht. Finde ich ein bisschen schade eigentlich. Schnell mal einen Kill gemacht. Überholen. Idioten. Boah, die mit ihrem Adler, ey, das kann nicht wahr sein. Habe ich nicht gerade eben schon durch die Frontscheibe geschossen? Hm. Man weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch bloß so getan. Vielleicht ist die Kugel durch eine Scheibe geflogen, während die sich gerade wieder regeneriert hat oder so. Kann alles sein. Die Möglichkeit ist grenzenlos. So, jetzt nur die Brücke richtig treffen. Ist immer ganz peinlich, wenn man hier runterfährt. Ich hoffe, man hört die Tasten drüber und alles nicht so richtig. Weil das Mikrofon ist ja noch nicht ganz perfekt eingestellt. So. Ich habe es ja erstmal verstanden, wenn ich immer, warum ich manchmal ein bisschen von der Straße abkomme oder warum ich wieder zurückgeführt werde. Sobald ich zugucke, startet automatisch. Ich glaube, das habe ich schon mal verstanden, aber ich vergesse es immer wieder. Eigentlich war nicht mal so schlecht. Manchmal doof, wenn man ein bisschen zugucken tut und sich dann aufregt, warum dann immer da lang lenkt, wo er lang lenken soll eigentlich. Und du bist ja eine Stunde unterwegs, um erstmal dorthin zu kommen, wo du hin willst. Hätte bestimmt eine Schnellreise machen können, aber... Okay, das tut. Jetzt ist die Scheibe kaputt. Das hört man auch. Zieht ein bisschen.
Mann, hier hinten in der Ecke war schon öh lang in der. AJ, hast du meine Familie schon? Noch nicht nur, aber ich bin auf dem Weg zu ihr. Oh, okay. Siehst du, du musst dich reinschleichen, das ist wichtig. Paul ist eine Ratte und Ratten finden immer einen Weg vom sinkenden Schiff. Er darf keinen Verdacht schöpfen, bis es zu spät ist. Ach so. Ich muss mich da reinschleichen, das hätte mir mal einer sagen können. AJ, hast du meine Familie schon? Noch nicht nur, aber ich bin auf dem Weg zu ihr. Oh, okay. Siehst du, du musst dich reinschleichen, das ist wichtig. Paul ist eine Ratte und Ratten finden immer einen Weg vom sinkenden Schiff. Er darf keinen Verdacht schöpfen, bis es zu spät ist. Und vergiss nicht, AJ, er schmeißt eine Party. Finde raus, wo er sein Frischfleisch entführt und schleich dich mit ihm rein. Ich glaube, der hat in die Hose gemacht. Mit ein bisschen Opium tut der Hunger gar nicht mehr so weh. Ganz vorsichtig. Dieses Mal habe ich was gehört. Habe ich mir wohl eingebildet. Ist da draußen jemand? Verteilt euch und sucht! Schnell, schnell! Scheiße! Wir können nicht spielen! Wie soll ich denn hier unten rumkommen? Da muss ich doch hier rein, hä? Okay, dann müssen wir ein bisschen von weit außerhalb.